Bitte? Ja, oder so, Motor aus, super. Ja, ich warte nur gerade, meine Schwester, die kommt. Na. Ja, alles klar. Fall nicht rum, du. Willkommen zu einem weiteren Video. Also zuallererst, der vor mir mit der Warnweste gehört nicht zu mir. Macht euch also keine Sorgen. Hinter mir ist Nadine. Nadine ist diesmal nicht mit dem Sender verbunden. Aber das ist ja egal. Och komm. So. Wie gesagt, Nadine ist nicht mit dem Sender verbunden. Wir fahren gerade zu Kim. Die hole ich nämlich ab. Und sie hat ihr Motorrad bei mir stehen. Und ja, also, was für Huckel, Alter. Ja, ich hole sie ab, dann fährt sie bei mir mit hinten drauf mit. Ich habe hier hinten auf dem Rucksack, in meinem Rucksack, habe ich noch ihren Helm drinne. Boah. Helme passen überhaupt nicht in den Rucksack rein. Ich habe schon mal einen riesen fetten Rucksack, aber der Helm passt gerade so rein. Boah. Man merkt nicht den Windwiderstand, den der Helm mit sich bringt. Dass man viel weniger Power hat. Also es wird wahrscheinlich heute ein bisschen nicht viel passieren. Ich dachte, ich nehme euch einfach auf eine Reise mit. Wenn ich sowieso unterwegs bin. Und das geile Wetter hier, ey. Boah. Heute ist Karfreitag und das Wetter ist einfach bombastisch. Bombastisch, bombastisch. 12 Grad Sonne, ey, geil. Der Hund hat eine Halskrause an. Geil. Ja, moin. Alter, wie viele Biker unterwegs sind, ne? Unnormal. Gut, heute Feiertag, geiles Wetter. Alle können also fahren. Ja, muss man die Chance auch nutzen, ne? Ich habe übrigens neue Handschuhe mir gekauft. Ist irgendwie ungewohnt, weil die so klobig sind. Das ist die Ampel, wo du gekotzt hast! Hier? Das ist die Ampel, wo du gekotzt hast! Ach so, okay. Ach, wo wir zum Hückermoor gefahren sind. Nadine ist falsch gefahren! Nadine ist falsch gefahren! Nadine ist zu weit gefahren! Ja, ja! Ja, ja, ich halte mal gerade hier mal an. Warte kurz auf Nadine. Kriegt die es hin zu wenden? Das ist jetzt die Frage. Sieht man, dass er die Strecke nicht so gut kennt wie ich. Mann. Bitte? Ja, oder so, Motor aus, super. Ja, ich warte nur gerade, meine Schwester, die kommt. Na. Ja, alles klar. Fall nicht rum, du. Ha. Kannst du mit mir weiterfahren? Der Motorrad ist so laut. Ich warte. Da hat man doch gesehen, dass ich auf jemanden gewartet habe, ey. Geil. Nur diese Leute, die das nicht genießen können, die Motorenform, kann ich nicht verstehen. Vor allem, die standen da. Wie lange standen die da jetzt?
ich hab, gut, ist ein Cut drin, ihr werdet wahrscheinlich die Länge nicht sehen, aber ich stand da vielleicht 30 Sekunden. Wow. Bist du einfach vorbeigefahren? Hä? Bist du einfach vorbeigefahren? Hä? Weitergefahren bist du? Ja, war schöner. Ey, die an der Bushaltestelle hat mich angemeckert. Muss ich das Ding gleich mal erzählen. Wer hat dich angemeckert? Hast du die gesehen, die an der Bushaltestelle neben mir da standen? Ja. Die haben gesagt, können Sie bitte das Motorrad ausmachen? Weil ich da so, weil ich da drei, irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Minute, eine Minute stand und auf dich gewartet habe. Was hast du so ausgemacht? Ich hab die nicht verstanden, hab's ausgemacht, dann nachher und dann, ja, alles gut, danke. Irgendwie so. Ey, ich denk mir auch, yo. So, wir haben jetzt Kim eingesammelt und jetzt geht's weiter. Ach so, genau, das wollte ich noch erwähnen. Nadine hat übrigens einen neuen Auspuff von Cobra. Die Firma Cobra war so lieb und hat Nadine den gesponsert. Einzige Prämisse war, dass sie auf Insta ein bisschen damit postet und dass ich das in einem Video einmal kurz erwähne. Also soundtechnisch habt ihr ja gerade selber gehört. Im Video hört sich immer nicht so ganz geil an, aber der Sound geht schon klar. Nadine, geht's noch Gas geben? Ja, also vorher, nachher Effekt ist auf jeden Fall da. Wieso hatte der Typ Stützräder? Hä? Habt ihr gerade das Fahrrad gesehen, Leute? Ich blende das Bild nochmal gerade an dieser Stelle ein. Wieso hatte das Fahrrad von dem Stützräder? Hä? Das ist auf jeden Fall merkwürdig. Der sah jetzt nicht so aus, als wäre er in dem Alter, wo man Stützräder braucht. Mein Akku ist mittendrin, glaube ich, leer gegangen. Scheiße. Hä? Mein Akku ist mittendrin leer gegangen. Ich hab kein Ende. Da machst du das Ende drin. Keine Lust, die Maschinen reinzuschieben. Papa macht das schon. Nadine? Ich hab doch die ganze Zeit aufgenommen. Das Video ist ein bisschen random, ein bisschen kurz, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Monovlog, Leute. Tschüsseli! Die einfach keine Reaktion zeigen. Mensch.